Herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Sidokan Battle. Heute springen wir in den Kampf gegen Super Saiyan Rose Goku Black, der ja zusammen mit Super Saiyan Blue Vegeto als zweiter Part des 150 Millionen Download Events veröffentlicht wurde. Und auch wenn ich damals, als ich gegen Vegeto Blue gekämpft habe, gesagt habe, dass Vegeto Blue deutlich einfacher ist, beziehungsweise dass Rose sehr viel schwerer ist, muss ich sagen, nach einmaligen Antesten des Kampfs ist Rosé auch einfach zu schaffen. Das Einzige, wonach ich hier suche und es die ganze Zeit nicht bekomme, das ist doch nicht wahr, ist ein Gottenks. Warum will heute keiner mit einem Gottenks spielen? Okay, wir machen einfach einen Schnitt und ich schneide wieder rein, wenn ich einen gefunden habe. Da sind wir wieder, ich habe einen gefunden. Allerdings ist der nicht ausgemaxt. Also Super ATK Level 10 ist er schon, aber so wie meiner noch nicht Level 120. Wir machen es jetzt trotzdem einfach. Das sollte für Rosé allemal reichen. Auch hier wie immer das Ziel, keine Stones zu verwenden. Items werden sich nicht umgehen lassen, da dieser Zamasu in der zweiten Runde uns Probleme beschaffen kann, weil wir halt nicht mit dem Type geschützt sind. Aber es sollte trotzdem nicht zu sehr in die Items gehen. Wir müssen es vielleicht ein, zwei Mal heilen. Das war es aber auch schon im Großen und Ganzen. Ja, ihr habt gesehen, mein Team ist in dem Sinne noch nicht einmal perfekt. Ich habe viele Figuren, die irgendwie Level 50, 60 sind. Das reicht aber tatsächlich allemal für Rosé, sofern man zum Beispiel jetzt Gottenks hier hat, der auch wie in meinem Fall ausgemaxt ist und im Fall des Freundes, den ich für die Mission genommen habe. Es ist also alles, wie immer, machbar. So, wir starten den Boss-Battle. Da ist Rosé in seiner SSRUR-Form. Über die sich jeder freut, wenn er sie sammelt. Man betone hier einfach mal wenn. So, ich muss mal ganz kurz was kontrollieren. Es wird kurz einen Schnitt geben. Okay, ich habe es kontrolliert. Ich wollte nur schauen, ob ich auch tatsächlich aufnehme. Ich habe nämlich gerade eben das Gefühl kurzzeitig gehabt, dass das nicht der Fall ist. So, greifen wir mit Golden Freezer als erster an. Dann der nukende Goku, der heute kein SA bekommt. Aber Beerus schafft noch ein. Oder hebe ich mir die für was anderes auf? Hebe ich mir was anderes auf, die grünen. Machen wir es so, ja. Oh, und ich bin entschlafen mit meinem Golden Freezer, schafft auch keinen Super Attack. Egal, da ist die erste Runde halt ein bisschen ruhiger. Ich glaube, ich habe den passenden Link-Skill zerstört. Ich schätze mal wie immer Shocking Speed oder sowas. Ist ja auch wurscht. Die erste Runde haben wir völlig heil überstanden. Ja, meine Attacks blocken nicht alle so gut. Oh Gott, wie mache ich das jetzt? Mach mal den 9er SA mit ihm. Der darf jetzt die ganzen Grünen hier wegsammeln, weil ich nicht so viele Grüne brauche. Und er macht den 10er SA. Schade, aber was soll's. Dann macht er seine Super Ghost Kamikaze Attack. Whoops. Die dürfte dem 10 Key Finisher gleich sein. Der 9 Key Finisher. Der sealt ihn jetzt, was eigentlich auch ganz nützlich ist. So durch, wenn dann wir das mit größeren Schaden kassieren auf einmal. Und er ist gesealt und er macht nochmal die Ghost Attack. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer von den beiden mein Freund war und welcher ich war. Oh! Ist auch wurscht, erster Kampf ist geschafft, jetzt mischt sich hier Zamasu mit ein. Der ist übrigens unsterblich. Bloß nicht den angreifen, den Kerl könnt ihr nicht down kriegen, außer ihr seid irgendwelche fanatischen Hacker. Also einfach hier weiter auf Rosé ballern und Zamasu ignorieren. Das einzige Problem an Zamasu ist, dass er uns angreifen kann und uns darüber Probleme machen kann. So, Golden Freezer kriegt keines A. Den vom Super Vegeto wollte ich eigentlich, kriegen wir aber auch nicht, weil der ja meine anderen Figuren ziemlich aufpumpt. Weißt du was, gebt mal dem Goku einfach seinen Finisher, ist doch egal. Er ist zwar jetzt nicht so ein harter Damage-Dealer wie die ganzen AGLer, aber trotzdem schadet er ein bisschen. Ich freue mich ganz ehrlich, dass mein Golden Freezer gerade auf der Position ist, was zur Hölle. Habe ich jetzt eine Additional Attack bekommen, die einfach mal ein Finisher geworden ist? Okay, das akzeptiere ich so. Habt ihr gesehen, wie schräg Rosé gerade eben in der Luft geschoben ist? Wie bizarr. Ja gut, wir haben gerade echt alles weggetankt. Somit ist die größte Hürde schon mal geschafft. Ist noch ein kleines Gott-Kamehameha am Ende. Warum habe ich mich gerade so seltsam versprochen? Kamehameha am Ende? Geht doch. Ja, Zungenbrecher. So. Wie gehen wir das hier an? Lass mal gucken. Wir brauchen hier wieder 5 Ki, die ich natürlich nicht bekomme. Also machst du wie immer deinen 10er-Finisher. 9er meine ich. Entschuldigung. Eigentlich würde ich schon sehr gerne zielen. Dann brechen wir mal den Link. Ich brauche den Ziel auf Zamasu, damit der uns hier nicht von der Seite Probleme macht. So. Zielen wir den mal weg.
bin gespannt, was das hier an Schaden ausrichten wird. Ich glaube, in der zweiten Runde steckt Rosé genauso ein wie in der ersten. Ist ja auch derselbe, nur dass halt Samar sich Probleme macht. Man kann eigentlich sich vorstellen, als ob die erste Runde verlängert wäre oder als ob er in der ersten Runde gleich 5 Lebensbalken hätte. Ja, vielleicht kann man sich so vorstellen, dann ist es eigentlich am einfachsten nachzuvollziehen, was hier abgeht. So, ja, seht ihr, er verliert kein Leben. Er ist unzerstörbar, nicht kaputt machbar. So, die Runde läuft endlich so, wie ich sie will. Auch wenn ich wieder nur einen 10er Finisher launchen werde. Oder? Ja, leider. Naja, was soll's. Der kriegt auch keinen Finisher zusammen. Ich habe irgendwie Probleme mit dem Key-Setting hier. Aber er schafft einen und viel zu viele grüne Orbs dafür genommen. Naja. Gottanks macht das jetzt. Vielleicht gewinnen wir sogar schon mit dem Angriff oder zumindest in dieser Runde. Wenn es gut läuft. Ja, 870.000 Schaden. Junge, der Typ ist weg. Jetzt kommt der richtige Rosé. Der Teil des Kampfes ist in meinen Augen auch nicht besonders viel schwerer als der zweite, weil das Problem in der zweiten Runde war ja eigentlich nur Zamasu, der uns von der Seite die ganze Zeit so zugestochen hat mit blöden, fiesen, kleinen Attacken. Ich schaff's wieder nicht. Mein Gott, Gotenks darf heute nicht sein volles Potenzial offenbaren. Sehr schade. Ja, und die sammeln jetzt einfach nur die Orbs hier ein. Ihr seht, der Kampf läuft überwiegend nur über Gotenks und seine Angriffe. Die anderen kümmern mich gerade weniger. So. Ich habe noch bessere Tech-Charaktere, so ist es nicht. Ich habe schon noch ein paar TORs, die ich jetzt nicht in dieses Team genommen habe. Weil ich, wie gesagt, ja, den Hauptschaden auf Gotenks aufbaue. Die anderen sollen supporten, verteidigen, Orbs ändern. Ich könnte auch ein reines Power-Tech-Team aufbauen. Aber was ich ja demonstrieren wollte, der Kampf ist auch so machbar. Klar, einen Gotenks hat nicht jeder. Aber bis auf den Gotenks habe ich jetzt nicht so die wahnsinnig starken Damager aus dem Tech-Bereich. Und ihr seht, es geht trotzdem. Was ich jetzt aber tatsächlich machen muss, wie abgesprochen, ist, dass ich mich mindestens einmal heile. Weil auch wenn wir hier blocken, das Problem an den Charakteren ist, da sie halt eben nicht so 100% OP sind, blocken die auch nicht perfekt. Und ich blocke, glaube ich, mal hier mit Golden Freezer und hoffe, dass die violetten Orbs sich gut zusammensetzen, damit... Nee, scheiße, es wird ein 12-Key-Finisher. Ich wollte eigentlich den Elfer endlich mal machen. Egal, machen wir einfach weiter. Sealen tue ich nicht, was wahrscheinlich ein Fehler ist. Oh, Golden Freezer tankt... Ah ja gut, klar, mein Leben war unter der Prozentgrenze, die wir brauchen. Jetzt macht er schon wieder einen Additional Attack mit seinem Finisher. Okay, ja, mein Leben war unter der Grenze. Die Golden Freezers reduzieren Schaden ja nur ab einer... Also über einem gewissen Prozentsatz von HP. Der 12-Key-Finisher ist ja auch tatsächlich sein schwächster. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich nur so 300-400k machen. Ja, sehr schade. Naja, sowas kommt vor. Und obwohl der Kerl nicht gesealt ist, hat er keine Lust, mich zu supern, was mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht stört. Und ja, jetzt müsste wieder ein Gotenks in dem Roll sein. Yep. Oh, perfektes Setting. Der Vegetto muss sein SA bekommen. Kriegt er nicht hin, schade. Da hätte er nochmal 25% draufgegeben. Jetzt brauche ich 3 Key und habe natürlich jetzt diesmal 4 Key zur Verfügung. Oder tue ich dem Osten Dice entfernen? Ne, dann kriege ich... Das ist jetzt richtig blöd. Müssen wir wieder auf den 12-Key-Finish hoffen. Schade, ich mache es einmal vor der Kamera und schaffe es nicht, den 11-Key-Finisher zu launchen. Schade. Oh, wir werden gesupert. Ich bin mal sehr gespannt, was wir hier trotz Type-Schutzes an Schaden bekommen. Ja, ordentlicher Schaden. Uiuiui. Na gut, dafür wissen wir, dass uns nicht mehr diese Runde supert. Dadurch kann ich ein bisschen ruhiger sein. Der Vegetto ist aber auch noch nicht Level 100 oder sowas. Oder Level 120, der ist Level 70 oder so, glaube ich. Das heißt, der wird noch in Zukunft besser blocken können als jetzt. Und ein Critical und trotzdem nur 500k. Wir haben vorhin schon aus dem Stand fast 900k gezogen. Egal, passiert. Der Kampf ist auf jeden Fall in der nächsten Runde vorbei. Weil der nächste Gotenks, der tatsächlich von einem Kumpel ist, nicht vom... Was geht hier ab? Holy crap. Wir haben den Fury Mode von Beerus in Aktion gebracht und, oh, werden wir den Kampf etwa so beenden? Das ist ja mal interessant, den Fury Mode habe ich noch nie gehabt bislang, noch nie, obwohl ich die Figur schon sehr lange besitze. Aber okay, dann beenden wir den Kampf halt eben auf diese Weise, wobei das wird neben dem genug Schaden sein, um ihn platt zu machen. Aber wir versuchen es einfach mal. Nee. Wenigstens können wir nicht sterben. Jetzt hat sich der Kampf durch die Aktion einfach nur eine Runde verlängert sogar, weil der Gotenks hätte es ziemlich lock. Oh, was zur Hölle? Oh, das ist ein anderer Finisher. Wow! Schaffen wir es vielleicht doch noch die Runde? Jetzt, wo ich es so sehe. Ey, was geht hier ab? Wow!
Und mit so wenig Leben überlebt der Kerl. Ja, geil, er finisht mich, aber es macht mir, ich glaube, nichts aus. Also wenn normaler Attack mir nichts ausmachen, dürfte mir der Schaden auch hier nicht an die Gürtellinie gehen. Und das tut er auch nicht. Warum sage ich Gürtellinie? Ist egal. Ja, wir chillen wieder und machen jetzt den Kampf in einer verzögerten Runde. In einer verzögerten Runde fertig. Und wieder nur 10 Key-Finisher, kein 11 Key-Finisher. Heute durften wir leider nicht sehen. Und wisst ihr, was mich so paranoid macht? Er greift mich noch davor zweimal an. Wenn da drunter jetzt ein Finisher ist, bin ich vielleicht sogar tot. Ich muss mich jetzt wegen dieser blöden Verlängerung sogar nochmal heilen. Nur um sicher zu gehen. Ich hoffe, dass er mich jetzt finisht. Also mich mit einem Finisher angreift, weil ich dann weiß, dass es es wert war, mich zu heilen. Ansonsten habe ich gerade umsonst ein Item rausgehauen. Okay, sieht wohl nach falschem Alarm aus. Obwohl, er zieht mir hier gerade fast zusammen. Fast, ja, 18.000 Schaden. Ich hatte, glaube ich, nur noch 36.000. Also er hat mich schon in einen sehr gefährlichen Bereich gebracht. Egal, wir machen hier einen 400k-Treffer und haben den Kampf, wie gesagt, gewonnen. Man kommt ja auch nicht ins Schwitzen, wenn man mit einem guten Tag-Team reingeht. Ich könnte es auch mal mit einem Heroes-Team versuchen oder einem Schurken-Team. Geht auch alles. Aber solche Rainbow-Teams spielen sich schon anders als solche Mono-Teams. Das merkt man an solchen Stellen sehr schnell, weil die meisten Figuren halt eben nicht vom Type her geschützt sind und daher deutlich mehr Schaden durchgeht. Ja, bitte nicht wundern, was das hier im Hintergrund ist. Ich habe ja gesagt, ich bin im Urlaub. Und hier steht eine sehr, sehr, sehr schöne antike Uhr, die mir gerade sagen will, dass wir 10 Uhr morgens haben. Das ist sehr schön. Ich bedanke mich auch vielmals. Entschuldigung, 15 vor 10 Uhr morgens, sonst hätte sie ja nicht nur dreimal geschlagen. Okay, das sind die Medaillen von Rosé. Wieder 14 gemacht, weil ich es einmal ohne Moderation vor der Kamera probiert habe. Mein Rosé ist ja schon awakened, das heißt, die werde ich im Barbershop verkaufen. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid. Freue mich über Abos und Like. Ihr könnt mir gerne eure Tipps geben für den Kampf oder um Tipps fragen für den Kampf. Ich bin gespannt, man sieht sich im nächsten Video. Macht's gut und habt ein schönes Wochenende.